Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Subnautica. Ja, heute wollen wir ein bisschen Quarz sammeln, auf jeden Fall, um ein bisschen mehr zu basteln. Wir brauchen hier viel Quarz, um vor allen Dingen Scheiben reinzubauen in unseren schönen Room. Room ist ja wunderbar. Ne, wir können auch noch ein bisschen Energie nachpacken, glaube ich. Yeah. Das geht immer nur einmal. Und dann, ja, jetzt haben wir eh keine Pilzstücke mehr. Wo muss noch mal eine Gurke gucken, ob wir vielleicht doch noch was nachpacken können. Gab es ja häufig da einen über 70 MB großen Patch. Hep, 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 hep. So, eine Gurke war es, glaube ich, die gefehlt hat. Ich sage jetzt Gurke, dazu sind Pilze. Sehen halt aus wie Gurken. Da könnt ihr noch so ein Pilzsymbol machen. Hallo Fischi. Gut, dass der gut ist. Nee. Weil auch noch einer fehlt. Oh, du Held. So. Das ist unsere Luft, Hunger, Durst. Wir haben eigentlich wieder alles. Wir brauchen auch wieder Lebensenergie. Der Reaperfisch, der Böse, der Arschfisch, der ist nicht mehr ganz so aggressiv, habe ich gelesen. In dem Patch haben sie ein bisschen was verändert. Ach, Windrankenstücke fehlen. Ach, ich bin doch blöd. Auch die Vergammelten kann man benutzen. Ne, die sind ja fast maximal vergammelt. Die kann man da auch reinschmeißen. So. Der Reaperfisch ist nicht mehr ganz so böse. Den können wir jetzt, ja, locker umschwimmen. Der wird nur in der Nähe uns essen wollen, was auch sehr angenehm ist, muss ich zugeben. Hier gab es auch wieder ein Problemchen. Ich bin gestern eingepackt, durfte nicht mehr aussteigen. Oder nicht mehr einsteigen. Und das ist wieder ein bisschen überschwommen hier. Keine Ahnung warum. Da kriegen sie wohl nicht ganz so im Griff. Und ich muss eh Luft holen. Dann holen wir uns ein bisschen Essen. Wir haben ja hier unsere guten Augenfische am Rumschwimmen. Die wollen wir verspeisen. Aber erstmal Luft tanken. Die ist hier so gut, die Luft. Was, wenn man hier drinnen furzt? Wo geht die dann hin, die Luft? Naja, das werden wir rausfinden. Vielleicht ist deswegen so viel Wasser hier weg. Weil wir so viel furzen. Alles hat jetzt Blueprints bekommen. Zum Beispiel auch, ich zeige das mal ganz fix, das Undock, die Undock-Bucht, also der Moonpool. Der braucht jetzt eine Moonpool Blueprints. Aber gut, wir haben es in der letzten Folge Gott sei Dank nur ganz knapp gebaut. Terraformer. Wo sind die Fischis? Da sind sie. Unsere Snacks. Da schwimmen sie rum. Ich kann mich nicht entscheiden, für wem ich hier esse. Ich esse alle drei. Ist doch ungerecht, wenn ich jetzt nur einen esse, denkt der andere vielleicht. Komm her. Wow, wir sind aber flink, ey. Wieselflink. Und du auch noch, komm. Wow, wie hab ich den denn erwischt? Schnell snacken, bevor sie schlecht werden. Also schnell werden sie schlecht. Boah, boah, boah. Und Pipi-Beutel. Da geht es wieder viel besser. Gut, Windranke will ich jetzt eigentlich nicht sammeln. Wir dürfen aber jetzt in unsere Seemotte wieder einsteigen und das ist auch wunderbar. Das hat gerade geklappt, als ich ganz kurz mal ausgetestet habe, was Neues gibt. Denn ich gucke ja immer, bevor ich dann loslege, ob es vielleicht was Neues gibt. Ne? Wie zum Beispiel hier, dass wir jetzt Blueprints brauchen oder vielleicht auch mal wieder was Neues hier so entsteht. Das ist immer ganz interessant. So. Und dann habe ich auch natürlich auch schon den bösen Fisch ausprobiert. Ich habe ihn gar nicht getroffen erst. Und das wollte ich mit euch dann auch nochmal testen. Wir steigen ein. Das macht er jetzt ganz adäquat, steigt er ein. Und wir tun sicherheitshalber mal vorher. Ups, das ist der falsche Knopf gewesen. Reparieren. So. Auf in die Richtung. Da ist unser wunderschönes Fischstäbchen. Cooler Name. Mit der Community macht man eh immer bessere Namen. Selber fällt mir immer nur Wurst ein. Hier haben wir noch ganz viel Titanium Richtung Schiff. Das ist auch sehr, sehr praktisch. Da kann man ja so schwer dran wegen den großen Arschfisch, ne? Das war das Problem. Ich weiß nicht, ob die Ressourcen vielleicht auch mal wieder neu gespawnt sind. Die Kisten sind auf jeden Fall immer wieder alle neu zu. Ihr seht keine Spur von ihm. Normalerweise ist er total gierig auf uns gewesen. Der wollte uns unbedingt snacken. Aber jetzt ist er weg. Keine gute Idee, hier reinzuschwimmen. Hier ist gar keine Kiste. Rückwärts gegangen. So, kein Schaden genommen. Seltsame Teile. Ach, wir sind schon da. Oh Gott, wir sind schon beim Schiff. Hier, das sind Kisten. Die habe ich vorhin auch gefunden. Und da drin war eine Batterie. Das will ich schon mal verraten. Ihr seht, er ist nicht da. Wir müssen denen echt nahe kommen, dafür, dass er uns jetzt auf den Sack geht. Ein sehr guter Patch. Da, eine Batterie. Überraschung. Und ein Wasser, das können wir sogar gebrauchen.
Okay. Was haben wir denn da? Ja, bist du trotzdem ein bisschen Bammel vor ihm. Er schreit auch nicht mehr die ganze Zeit im Hintergrund. Achso, das ist einfach nur ein grober Pixellicht. So. Ein Wasser. Hier seht ihr die Batterie. Das ist ganz praktisch. Dann brauchen wir die nicht craften. Durch mal R. Und können jetzt das Ding auch wieder benutzen. Ich weiß nicht, wie das mit der Flossen jetzt funktioniert. Ich fahr mal. Naja. Sie lädt es wahrscheinlich nicht auf. Aber wir haben ja eine Batterie reingemacht. Schon mal gut, das ist immer ein ganz praktischer Gegenstand, den wir gut benutzen können. Weil der uns ja doch echt beschleunigt. So, raus hier aus diesem Biom. Das Gefahrenbiom, das war ja früher unbesuchbar. Ne? Jetzt können wir hier endlich auch mal ein bisschen was holen an Zeugs. Wenn wir mal Titanium brauchen, dann haben wir hier auf jeden Fall den ganzen Metallschrott liegen. Den konnten wir nie anfassen. So, jetzt geht's ein bisschen auf Quarzsuche. Ich will jetzt nicht die ganze Folge Quarzsuche, keine Sorge. Ich möchte aber auch vielleicht auch mal eine Blueprint entdecken, eine neue, damit wir wissen, welchen Biom wir die jetzt finden können. Das habe ich nämlich noch nicht geschafft. Da sind ganz viele Pilzkern. Na, Wurstbase will ich jetzt auch nicht. Hier unten haben wir zum Beispiel einen. Ach, das ist ja unser großer. Der ist echt lieb. Ein Terraformer. Ich denke mal eher, dass hier in den neuen Biomen spawnen. Uah. Eine Seemotte. Da fahren wir jetzt auch hin. Das ist eine gute Idee. Danke. Zu dem Biom. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das ist. Aber ich habe so eine grobe Ahnung. Da, wo diese Felsen schwimmen. Da gab es ja Quarz ohne Ende. Dafür müssen wir erstmal die Tasche leer machen. Ich bin ein Jammerlappen-U-Boot. Mach irgendwas. So. Stromenergie ist noch genug da. Was wollte ich denn jetzt? Die Taschen leer machen, genau. Können wir vielleicht schon mal einen Schrank bauen, oder? Müssen wir nicht alles jetzt schon im U-Boot verbringen? Wir können es ja auch hier verbringen. Hier unten sollte ja ein Lagerraum entstehen. Da oben kommt ein Gemütlichkeitsraum rein mit komplett Fenstern. So habe ich den Plan. Aquarium kommt auch noch hier vor. Also wenn man hier reinklettert, das erste, was man sieht, wird das Aquarium sein. Also wenn ich jetzt die Leiter benutze, bumm, da wird es dann stehen. Mit eine schöne Vielfalt von Fischen. Dann ringsrum Fenster, was einfach nur cool aussieht. Natürlich auch eine Bank, die unglaublich viel Funktion hat. Ich glaube, in dem Livepod, also in dem Startschiffchen, was wir da haben, ist das tatsächlich ein Platz, wo man Sachen reinpacken kann. Ich glaube, das war eine Bank. Aber wir wollen jetzt erstmal ein Schränkchen bauen. Da müssen sie sein. Der große Schrank. Na, hier können wir richtig viele Schränke reinbauen. Also massiv viele. Wir fangen direkt hier an. Wenn sie gepasst haben. Ah, guck mal die Energie, wie sie hoch geht. Das kostet auch nichts. Gut, an Energie. Naja, so leer kriegen wir sie nicht, wie wir wollen. Aber das sollte für Quarz doch erstmal genug Platz sein, ne? So. Ausgang. Habe ich den Seemotte jetzt geparkt? Da. Gut, dass die blinkt. Ich glaube, für zwei, drei Folgen hätte ich schon nur die Seemotte gesucht. Ui. Und dann geht's. Wo haben wir denn jetzt das Aurora-Schiff? Vorsicht, Pilze. Ich wollte eigentlich nach oben fahren. Warum dreht er sich eigentlich mal? Da ist das Aurora-Schiff. Dann muss ich, glaube ich, rein technisch in diese Richtung. Da finden wir dann das schöne Biom mit den fliegenden Steinen. So, ich suche mal den Boden wieder. Da sind die Pilze. Die kann man bestimmt auch essen. Dann sieht man lustige Sachen. Also die Warnung ist mir doch immer massiv zu früh. Ne, bei 125 Meter, glaube ich, fängt er schon an zu jammern. Der Computer. Auch noch eine sehr interessante Sache. Blauer Haufen. Kann man aber noch nicht pflücken. Achso, hier ist der Baumpilz. Aber die habe ich schon mal entdeckt. Bei der Insel, die ja auch noch auf sich warten lässt mit Neuigkeiten. Ich bin mal gespannt, was sie da basteln. Aber ich glaube, in Sachen Optik ist es einfach gerade wichtig, dass sie Unterwasser will. Die Unterwasser will nicht die Insel. Und alles gleichzeitig schaffen die ja auch nicht. Unmöglich. So, Energie ist gut. Rumgeschraubt haben wir auch.
Und ich bin mal gespannt, ob ich jetzt auf dem ersten Schlag direkt richtig schwimme. Was ist denn hier für ein Loch? Muss ich erkunden. Natürlich nicht zu tief. Hier ist Boden. Ja, ich hab's verstanden. Schwimmen wir mal hin. Ich darf ja so tief, wie ich will. Geht's da tiefer oder ist da zu Ende? Hier ist einfach zu Ende. Hier wird es wahrscheinlich Richtung Lava-Biom später gehen. Würde ich mal so eintippen. Die Stelle. Licht. Gut, ich komme wieder. Seemotte, keine Angst. Können wir jetzt endlich wieder das Ding benutzen. Ja, da kann man auch viel tiefer tauchen, viel schneller wieder zurückkommen. Jetzt habe ich mich natürlich wieder voll verloren, wo ich herkam. Da lang. Da haben wir unsere Signale überall, die uns so grob den Weg weisen. Aber hier bin ich falsch. Aber wir haben was Neues entdeckt. Yeah! Warning. Maximum depth reached. All damage imminent. Hier sind wir auf jeden Fall ins Niemandsland gefahren. Aber ich spüre es schon mit meiner Jedi-ähnlichen Macht, dass wir gleich richtig sind. Es war ja über so eine Klippe. Oh nein, ich glaube, ich bin voll überall, nur nicht da, wo ich hin wollte. Hier muss noch viel, viel entstehen. Aber Titanium liegt hier. Gutes Zeichen. Oh. Was könnten die Entwickler denn hier versteckt haben? Ein Seemottenfragment? Ein Seemottenfragment. So, hier. Dick Sand. So. Viel Zeugs liegt hier. Oh Gott, hier sieht das so unwirklich noch aus, ne? Halt doch die Klappe, Gerät. Wenn man mal eine Karte benutzen würde, dann würde man auch was finden. Aber hier ändert sich das Biom gerade. Und der Hund bellt da. Passiert doch was. Was ist denn hier los? Garyfische. Schon lange nicht mehr gesehen. Aber hier sind wir auf jeden Fall falsch. Ja, ich tauche doch auf. So, da sind wir gefahren und ich habe es natürlich gefunden. Keine Frage. War auch kein Schnitt drin jetzt im Video. Ich bin ganz begeistert. Ich habe es wirklich gefunden, wieder mal. Ich habe da in Subnautica hab ich einfach nur Glück. Und da unten sehen wir der gute Quarz. Wir müssen aufpassen, das sind beißige Fische. Machen die Tasche rappelvoll mit Quarz. Eigentlich müsste man ja aus Sandglas machen, ne? Aber wir wollen natürlich edles Glas aus Quarz. Nein, die Funktion gibt es ja nicht. Ah, Weißfisch. Sand im Buddlerfisch. Buddler im Sandfisch, wollte ich eigentlich sagen. Ah, egal. Ihr wisst, ich bin immer verwirrt. Meistens mich ja morgens aus. Boah, viel. Da brauchen wir nur ein so ein Ding abstauben. Ja, du kriegst mich eh nicht. Ich bin viel zu wild am Sammeln. Oh, Sand. Boah, ein Paradies. Ihr wisst, ich lieb Quarz. Hör auf. Ich glaube, wir haben die Tasche schon voll, das kann nicht sein. Ich habe nicht wirklich viel Lebensenergie. Wie sagt die Luft? Wo ist meine Seemotte? Beim Vorbeiflug. Nee, nicht geschafft. Inventar voll. Seemotte, wo bist du? Wo ist er? Muss ja ziemlich hoch sein. Alles blinkt. Ach, wir haben noch Energie. Ganz ruhig. Da ist er. Bin mal gleich panisch. So. Auf geht's. Da haben wir erstmal die Tasche voll und machen erstmal Glas. Aber in der Richtung. Nicht in der. Das ist unsere alte Base. Die Gewohnheit. Und verabschieden uns wieder aus dem Biom. Wir gucken mal auf den anderen nochmal ganz kurz aus Spaß draus. Wir sehen tatsächlich überall wieder Quarz. Boah. Müssten wir eigentlich mal so ein Marker setzen, dass wir wissen, wo die ist. Könnten wir vielleicht einmal ganz kurz austesten. Aber ich habe jetzt kein Titanium. Oh. Boah. Da
Das sieht traumhaft aus. Sonst könnten wir uns hier schnell so ein Löchlein hinmachen. Oder besser gesagt so eine Röhre und da rein einen Constructor. Aber der braucht auch wieder Strom. Naja, das ist ja schon mal eine ganze Base. Das wäre wieder viel zu viel Arbeit. Jetzt habe ich fast die ganze Folge Quarz gesucht. Aber wir haben ja mehrere Sachen wieder mal entdeckt. Wir haben aber noch nicht gefunden, wo... Ja, da habe ich jetzt auch keine gesehen. Keine Blueprints. Und ganz in der Ferne seht ihr genau da, wo ich gerade hinziehe. Wasser. Warum? Was ist denn da wieder überflutet? Wir haben doch Power drauf gemacht. Egal. Wir machen das schon. Ach, das ist immer noch die der Moonpool. Aber ich hatte ja auch kein 7% Energie. Was ist uns passiert? Ich habe es nicht mitbekommen. Dass uns irgendwas erwischt hat. Keine Ahnung, wir parken. Wumm. Das Ganze klappt jetzt wirklich richtig gut. Wir haben noch gar keinen Konstruktor hier drin, ne? Fällt mir gerade so auf. Der kommt natürlich auch hier unten rein. Was ein Umweg. Was für ein Blödsinn. Na egal. Und jetzt machen wir ein paar Fenster für den Room. Da verbrauchen wir jetzt unser ganzes gutes Quarz. Wir wissen aber, wo wir es wiederfinden. Und ich werde nicht jede Aufnahme jetzt Quarz suchen. Das kann ich auch mal ohne Aufnahme machen. Dann ist das vielleicht ein bisschen angenehmer für euch. Damit ihr nicht immer zusehen müsst, wie ich Quarz suche. Und das crafte. Das ist natürlich auch mega spannend. Und da ist mein Hund draußen. Die gute Beefy. Wenn sich jetzt wundert, der Hund ist wirklich Beefy, wie die Wurst. Aber die machen immer Randale im Garten. Als ob es am Leben und Tod geht, ne? So, jetzt haben wir Glas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Also eine Scheibe, zwei Scheiben, drei Scheiben, vier Scheiben. Das sind nicht viel. Dafür jetzt die ganze Reise. Unglaublich. Jetzt schimpft die Frau auf die Hunde. Die lieben es, wenn ich Aufnahmen mache. Sowas zu machen alles im Garten. Die wissen aber ganz genau, was ich hier mache. Naja. Die leben natürlich hier auch noch. Was ich genau hier unten baue, weil wir machen ja eigentlich alles, was das Herz begehrt, in den Räumen. Und wir haben ja dann die Glasgänge, sind ja auch sehr schön. Was ich jetzt noch hier hinbauen soll, ich weiß noch gar nicht. Ich würde natürlich, es ist natürlich alles hier da. Ne? Wir können den anschließen. T-Kreuzung können wir in zwei Richtungen machen. Glastunnel einfach nur zur Optik vielleicht. Bin mal gespannt, was uns da so einfällt oder was noch so dazukommt. So. Eine Etage höher. Hätten uns eigentlich eher um Schränke kümmern sollen jetzt, aber ich bin einfach der Aussichtstyp. Wunderschön. Bumm. Ich glaube, das war's. Wir haben alles unser Quarz verpulvert. Wir brauchen noch drei Scheiben. Und dann seht ihr, wie das aussehen kann später. Richtig geil. Aber richtig geil. Hammer, oder? Dann haben wir hier alles, was wir wollen. So. Ich stelle mir das halt so vor, ne? Unser Habitat. Verbunden ist alles miteinander irgendwie. Also wir gehen mal von hier aus nach dem Moonpool. Das ist jetzt keine Neuigkeit für euch, ne? Da sehen wir den Moonpool, da müssen wir natürlich eine Etage tiefer für gehen. Und dann können wir da direkt reingehen. Hier steht das Wasser, wie witzig ist das denn? Ich wollte mich gerade bücken, geht ja gar nicht. Das muss ich natürlich noch so ein bisschen verändern. Aber das patchen die bei. Ein Patch ist wieder weg, dann ist es wieder da, dann ist es wieder weg, dann ist es wieder da. Und einsteigen können wir auch wieder. Ich beweise es. Habe ich doch schon bewiesen, glaube ich, am Anfang. Lass uns wieder reinheben. Pff, ganz viel Energieverbrauch bestimmt. So, oh, vorsichtig, hier ist die Tür. Da fahren wir durch. Und dann laufen wir auf dem Boden rum. So, wunderschön. Wieder was geschafft.
Ich werde jetzt noch ein bisschen Quarz holen gehen. In der nächsten Folge machen wir die letzten drei Fenster. In der nächsten Folge, habe ich gesagt, glaube ich, ne? Gut, dann machen wir in den nächsten drei Fenster. Dann möchte ich gerne noch was checken, bevor ich jetzt Ende der Aufnahme mache. Ich glaube, hier drauf... Oh, nee, ist ja alles voll mit dem Zeugs, ne? Aber man kann trotzdem sehen. Also, das würde mich hier noch eher interessieren. Das geht aber nicht. Das geht auch nicht. Da oben drauf können wir eigentlich nur noch Räume machen. Weil ich hätte unglaublich gern ein Observatorium hier, wo man sich reinstellen kann. Aber da können wir bestimmt irgendwie improvisieren, oder? Na, hier kann man zum Beispiel so ein Ding reinschmeißen. Ja, so zum Beispiel. Wir wissen ja, dass die Pflanzen verschwinden. Ja, wenn wir den jetzt hier... Ich mache den einfach mal testweise hin. Mit einem Eingang. Und dann können wir von da oben ein bisschen relaxen und unsere Base betrachten. Coole Idee, oder? Ja, aber nicht jetzt hier. Mal gucken, wo wir das machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge Subnautica. Ich muss in die Kamera gucken. Bis dann.